Hallo du und Weidmanns Heil. Ja, hier Spur von einem schönen Hirschen, aber ja, schon über eine Stunde alt. Also da und natürlich auch in die falsche Richtung ziehend. Wir müssen ja hier erstmal zu unserem Ansitz kommen und da die Spur schon so alt ist, ja, lohnt sich das eher weniger, da noch hinterher zu gehen, wenn der sich nicht zwischendrin zum Schlafen gelegt hat. Die Chance wäre natürlich da, denn die Hirsche, die machen gerne so um die Mittagszeit ein Schläfchen. Nicht zwingend, die können auch morgens oder nachmittags ein Schläfchen machen, aber es ist, sag ich mal, zur Mittagszeit ist es vielleicht etwas häufiger, dass die sich hier ablegen. Und das wäre dann natürlich die Chance, wieder etwas näher ranzukommen, die Zeit ein bisschen gut zu machen. Aber die liegen da jetzt natürlich auch nicht stundenlang rum. Also ja, das wären ein paar Minuten, die wir da gut machen könnten. Ich weiß nicht, im Spiel liegen die Viertelstunde, 20 Minuten vielleicht. Und dann stehen die aber auch wieder auf und ziehen weiter. Deswegen lohnt sich das nicht. Die Spur ist einfach schon zu alt. Das ist halt der Vorteil, wenn man hier schon im Skill so weit ist, dass man das Alter sehen kann, dann kann man eher auch mal noch ein bisschen abwägen, lohnt sich das oder lassen wir das lieber sein. So, da haben wir ein Weibchen. Ja, Weibchen haben wir eben erst geschossen am Ende der letzten Folge. Da brauchen wir jetzt also auch nicht uns groß drum kümmern. Wir werden jetzt hier zum Ansitz gehen und da wir hier in der Gegend jetzt keine Spuren, nichts von Coyote mitbekommen haben, würde ich sagen, wir machen dann eine Schnellreise zu einem Campingplatz und von dort aus werden wir zu dem großen See ziehen. Dort ja, hat man doch auch relativ gute Chancen, immer wieder mal auf Coyote zu treffen. Und ja, wir werden also diese Mission natürlich auch nicht mehr länger als diese Woche machen. Also sollten wir diese Woche keinen Kojoten mehr erwischen, dann werde ich, weil wir eben die Mission bis dahin ja so weit geschafft haben, werde ich das nicht verwerfen. Aber dann werde ich offscreen weiterjagen, bis ich eben den einen Kojoten habe. Den Kojoten habe. Aber wir machen keine, definitiv keine dritte Woche diese Mission, sondern wir werden dann auf jeden Fall mal wieder auf eine andere Map gehen und mal wieder ein paar andere Tiere jagen. Ich weiß jetzt noch nicht unbedingt welche. Ich hätte ja gesagt, schreibt mir Vorschläge in die Kommentare, aber ihr wisst ja, ich muss hier eine größere Masse im Voraus drehen und deswegen kann ich da leider jetzt nicht auf die Kommentare abwarten, drauf reagieren, sondern muss das eben dann für mich selber entscheiden. Schauen wir mal, schauen wir mal, was es dann wird, wo es uns hinzieht. Vielleicht mal wieder, ja, dass man zwar wieder Winterlandschaft hatten wir jetzt die letzte Zeit auch öfter, aber eben nicht White Rime Ridge, sondern eben nach Hemmeldal gehen. Dort vielleicht auch dann nochmal, ja, das ein oder andere Rentier mal erwischen könnten. Braunbären schießen, Elche gut, naja, haben wir jetzt auch in letzter Zeit öfter mal gehabt. Rehe gibt es da noch. War es das? Rotfüchse, Rotfüchse gibt es dort auch noch. Ich glaube, das war's gewesen. So, Truthahn weiblich. Könnten wir ja nochmal probieren. Da könnten wir zumindest unseren Truthahnwert leicht verbessern. Ich schau mal da drüben. Das war also über den Weg drüber. Ah, gar nicht so schlecht, aber ein bisschen weiter hier rüber. So in etwa. Markieren wir uns mal und dann können wir doch zumindest hier noch so ein bisschen in Richtung Weg gehen. Ich habe mir jetzt erst überlegt, gehe ich auf den Ansitz drauf? Wir müssen nicht zwingend hoch, denn die Meldung, dass wir diesen Ansitz erreicht haben, war ja schon oben links eingeblendet. Also von dem her ist da nicht mehr der Zwang da.
So, hier wäre doch schön, hier könnten wir abwarten, bis er auf den Weg hochkommt. Und hier werden wir noch ein leichtes bisschen ist auch wieder eine sehr gute Deutsche. Ein kleines bisschen werden wir hier sogar noch erhöht, dass wir hier auch wirklich gutes Schussfeld haben. Und dann schauen wir mal, wie ist denn hier so die Entfernung? Ja, die Kante, das sind so 20, 22 Meter. Hier rüber geht es dann auch mal an die 30 Meter. Aber das wäre dementsprechend alles noch so in dem Bereich, wo wir sagen könnten, da können wir auch noch mal die Pistole nehmen und müssen nicht zwingend zum Gewehr greifen. Finde beide Waffen eigentlich ganz angenehm. Das Gewehr ist bei Truthahn etwas wirkungsvoller. Mit der Pistole habe ich es bisher, ich glaube, erst ein einziges Mal geschafft, einen Truthahn auf den Knall schon direkt liegen zu haben. Die sind alle noch mal so 1, 2, 3 Sekunden, vielleicht auch mal 6, 7 Sekunden, aber zumindest in der Regel unter 10 Sekunden sind die noch weitergezogen. Truthahn lässt sich halt manchmal auch sehr Zeit. Und wir wissen natürlich auch nicht, ist die überhaupt interessiert? Kommt die überhaupt hierher oder sagt die sich, boah, nee, kein Bock. Aber wenn wir jetzt vorne über den Weg drüber zu dieser Kante gehen, wo es dann eben ja etwas bergab geht, um da möglicherweise eine Sichtung zu bekommen, könnte es sein, dass wir dann schon zu weit vorne sind. Ah, sie kommt uns näher. Da könnte es also dementsprechend sein, dass wir dann schon zu weit vorne sind. Naja, gut, das war ein bisschen großzügig, ein bisschen sehr nah. Aber da können wir jetzt mal gucken. Das sind also so, ja, sagen wir mal, dann hat sie so etwa noch 60 Meter Entfernung. Also einen kleinen Moment müssen wir einfach noch warten. Wir, ja, gackern hier einfach mal noch mal ein bisschen. Und dann schauen wir mal. Müsste sie ja direkt hier vorne hochkommen. Sag ich mal, zwischen dem Baum und hier dieser Baumgruppe, da würde ich sie jetzt erwarten, dass sie da erscheint. Vielleicht gehen wir deswegen schon mal hier in die liegende Position runter, damit wir sie nicht gleich verschrecken, sondern dann eben schön schießen können. Noch ist nichts zu sehen. Ja, da wackeln ein paar Grashalme. Ob das auf YouTube noch erkennbar ist, ich weiß ja nicht, aber da war zumindest kurz eine Bewegung wahrzunehmen. War aber noch nicht die Truthenne. Das waren nur Grashalme. Ich werde mir noch schnell einen Schluck Kaffee nehmen, denn ich merke gerade, meine Stimme wird ein bisschen schwach. So, haben wir noch mal ein Schlückchen Kaffee, gucken noch mal, nichts zu sehen. Ich gucke auch hier noch ein bisschen weiter nach links hinaus, ob da irgendwo was zu sehen ist. Nicht, dass er eben doch nicht hier in dem erwarteten Feld ankommt. Das klingt auf jeden Fall schon sehr nah. Also jetzt ist es sehr in Richtung unserem Punkt. Ein bisschen weiter hier nach links gewandert. Deswegen wandere ich hier ein bisschen weiter nach rechts in der Hoffnung, die da immer noch dann sichten zu können. Sorry. Und hier werde ich jetzt eben noch mal ein bisschen gackern. Kommen wir gackern noch mal. Da ist er, da ist er. So. Pistölchen nehmen, ranzoomen. Wir warten auch noch die Sichtung ab. Und im Knall gelegen. Sehr schön, sehr, sehr schön. So habe ich das natürlich sehr, sehr gerne. Dann können wir die Waffe schon wieder wegstecken. Da können wir auch aufstehen. Die Pistole ist schon recht laut. Da ist hier in der Nähe jetzt erstmal nichts mehr unterwegs.
Dann nehmen wir uns hier noch die hintere Spur auf. Und ja, so kann man also Truthahn schießen. So, mal schauen, kriegen wir da, ja, Blutspur noch, damit haben wir drei Spuren aufgenommen. Was hat die? 6,5 Kilo. Kein Score. Bei den Weibchen ist das halt nicht so, aber die war etwas schwerer als die davor. Und ja, davor war man, glaube ich, Position 14, jetzt sind wir Position 13. Also alles noch nicht so dolle, aber besser als nichts. Jetzt machen wir eine Schnellreise hier hoch und wandern dann in diese Richtung. So, zwei Camping Supplies. Ja, kein Problem. Die habe ich. Gehen hier direkt in die Hocke runter, schauen uns mal um. Denn das kann ja durchaus sein, dass hier in der Nähe irgendwas rumsteht, rumläuft. Aber nee, haben wir nichts zu sehen. So, und dann geht's hier. Ja, jetzt sehen wir gar nicht den Punkt auf dem Huntermate, aber ja, vielleicht hier so ein bisschen mehr in die Richtung rüber. Der Punkt wird sich dann vermutlich in Kürze einblenden. Das war zumindest schon mal so grob die richtige Richtung einschlagen. Und alles Weitere sehen wir dann. Wie gesagt, da an dem See oder um den See herum, da habe ich schon öfter Kojoten entdeckt. Oder auch hier zwischen diesem Campingplatz, diesem Zeltplatz. Es ist ja, es ist eher ein Zeltplatz. Und dem See, da bin ich schon öfter auf Kojoten gestoßen, aber auch auf Truthahn. Also sprich, da gäbe es vielleicht auch noch die Möglichkeit, sich ein bisschen zu verbessern. Und Schwarzwedelhirsch. Ja, wie gesagt, Schwarzwedelhirsch hatten wir jetzt während dieser gesamten Jagd auch noch nicht. Weißwedelhirsche ja, Schwarzwedel nein. So, das Ganze ist hier vorne leicht unterhalb vom Weg, aber nee, da sind wir sogar ein bisschen weiter links. Sind wir ein bisschen weiter hier? Ja, da war er. Na, schauen wir mal. Ich dröte nochmal. Sicher ist sicher. Und dann müssen wir schauen, ein klein bisschen näher können wir gehen. Wie weit ist hier die Entfernung? Sehen wir unten Abstand. 176 Meter. Also wir müssen nicht zu weit laufen, denn wenn alles gut geht, kommt der uns ja auch noch ein bisschen entgegen. Aber eben hier auf jeden Fall über den Weg drüber wieder in den Wald rein, wo wir die bessere Tarnung haben. Und schon mal so ein bisschen links, rechts Ausschau halten. Wo könnte denn vielleicht auch eine tolle Stelle kommen, wo man sich platzieren könnte? So, ich sehe auf jeden Fall da links ein paar Steine, da rechts sehe ich Steine. Ihr wisst ja, Steine liebe ich, um mich da zu platzieren. Ich glaube, ich steuere hier rechts diese Steinchen mal an. Die sind ja auch gar nicht so klein. Also da ist eher die Frage, komme ich da überhaupt hoch? Aber wenn ich da drauf komme, dann könnte das eine wirklich schöne, eine schöne Position sein, um eben auch liegend schießen zu können, was ja bei der 3006 doch noch wichtig ist. Wie sieht denn die Geruchsreduzierung aus? Die ist inzwischen abgeklungen. Also da frischen wir mal auf. Sicher ist sicher. Sehe jetzt hier, na doch da. Wind kommt von rechts nach links. Also hätten wir da jetzt eigentlich auch gar nicht so die Gefahr gehabt. Die Gefahr ist ja hauptsächlich bei Rückenwind. Ja, hier kommen wir nicht hoch. Das habe ich mir schon fast gedacht. Dass die Steinchen hier, dass das zu groß ist. Vielleicht haben wir hier noch irgendwie die Chance. Da sind wir. Kommen wir von hier aus? Nee, da kommen wir da nicht rüber. Jetzt mal ab und zu ein bisschen rumprobieren, aber nee, das wird nix. Schade. Schade, schade. Dann gehe ich doch mal da links rüber zu den Steinchen, aber wir müssen jetzt hier wirklich schon aufpassen, dass der uns nicht sieht. Ich glaube, ich habe ihn da vorne gesehen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ah, ich sehe nichts. Ich komme auch auf den Stein hier nicht drauf. Doch, hier. So. Dann bleibe ich jetzt mal hier auf dem Kleinen. Da hat er noch mal gerufen. Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist da. Ich muss hier weiter nach links. Da vorne. Da, Mann. Na, ist nicht ganz so großes Geweih. Jetzt mal schauen, kommen wir hier nicht doch irgendwie hoch? Denn mit dem Gewehr wäre es wirklich vorteilhaft, liegend schießen zu können. Nee, aber das will nicht. Das will einfach nicht. Und ich sehe ihn jetzt auch gerade wieder nicht. Das ist sehr, sehr, sehr ungünstig. Hoffentlich hat nicht er uns gesehen hier rumturnen. So, ich gehe jetzt hier drauf. Auf den kann ich mich legen. Da kommt er schon. Er ist jetzt hinter diesen Bäumen hinter. Zur Waffe greifen. Ah, rechts will er vorbeikommen. Da kommt er. Und das war's. Wunder, wunder, wunderbar. So, nachladen, Waffe wegstecken, einsammeln. So, dann haben wir einen Schwarzwedelhirsch. Also, das sieht man auch. Es ist ein Geduldsspiel. Es ist definitiv ein Geduldsspiel. Nichts für Leute, die eben wirklich schnell ballern wollen. Die sollen dann eher Counter-Strike, Call of Duty oder irgend so ein Kram spielen. Hier ist eben eher wirklich das Abwarten, das geduldige Warten, bis man hier in die richtige Position kommt. So, und ach, sogar Herz getroffen. Sehr schön. Ja, Score könnte höher sein, aber wir sind trotzdem zufrieden damit. Machen wir auch ein kleines Bild. Wird zwar nicht ganz so schön, weil wir hier natürlich im Wald mitten im Dunkeln sind. Keine Sonne und Sonne brauchen wir eigentlich für die schönen Bilder schon. So, ach komm, jetzt stell dich nicht so quer. So. Nee, ich muss dich am Geweih nehmen. Sonst hast du eine sehr seltsame Halshaltung. Naja, gut, machen wir es so. So kann man das doch lassen. Zack. Haben wir das Geweih auf jeden Fall schön drauf. Auch das Gewehr ist schön zu sehen. Und wir, naja, der hässliche Jäger ist eh nicht so wichtig. Gut, und damit würde ich sagen, das war's für heute. Morgen geht's weiter. Bis dahin alles Gute und ciao, ciao.